Einen wunderschönen Tag euch Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute hier mit dem Test zum Armor Ohr Speedwax. Das haben sich ein paar von euch gewünscht. Ich habe es mir direkt nach Hause geholt und bin gespannt, wie sich das hier schlägt. Ihr seht hier orangene Flasche, typisch Armor Ohr. Und es gibt von Armor Ohr ein paar gut funktionierende Produkte, aber es gibt auch einige, die nicht von der Leistung überzeugen können. Wie sieht es heute hier beim Speedwax aus? Und das finden wir gemeinsam heraus, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, und ihr habt dann mal die Flasche vom Armor Ohr Speedwax und das kostet ca. 11 bis 12 Euro. Ich glaube, ich habe 11,60 Euro ausgegeben für die 500 Milliliter. Wir haben hier auch Kanauberwachs mit dabei, verstärkt Glanz und Schutz. Was findet man denn noch? Entfernt Staub und Schmutz zwischen den Autowäschen. Also so Richtung ja, Quick Detailer. Da gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Der eine sagt Quick Detailer, der andere sagt Sprühwachs. Schnellwachs, da gibt es so viele Definitionen und das Schöne ist, oder das Traurige eigentlich, es gibt für diese Wörter keine feste Definition, es gibt keine klare Richtlinie, was ist ein Detailer, was ist ein Sprühwachs, was muss das können. Das kann jeder Hersteller anders auslegen, deswegen findet ihr auch Bezeichnungen wie Speedwax, Detail Spray und damit habt ihr gleich alles in einem verpackt. Und insgesamt hier, wie gesagt, 500 Milliliter drin, gut schütteln, direkt auf die Fahrzeugoberfläche sprühen und mit einem Mikrofasertuch verteilen, wenden, auspolieren. Also genauso wie wir es auch von jedem Sprühwachs kennen, von jedem Quick Detailer. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich das hier schlägt. Erneuert den Wasserabperleffekt und sorgt für unglaublichen Glanz. Steht auch nochmal hinten drauf. Lässt die Farbe Ihres Fahrzeuges neu erstrahlen, löst leichten Schmutz, Wasserflecken und Staub, kann auf nassen oder trockenen Oberflächen sowie bei direkter Sonneneinstrahlung angewendet werden. Und das klingt sehr, sehr gut. Das schauen wir uns jetzt an. Wir machen das einmal hier auf nasse und einmal auf trockene Oberfläche, oder? Das wird interessant. Los geht's. So, dann können wir auch schon loslegen. Ich habe auf der anderen Seite schon einen anderen Quick Detailer getestet. Deswegen haben wir hier eine nasse Oberfläche, unversiegelt. Habe ich extra noch mal ein bisschen Wasser raufgemacht, damit wir auch diese Nass-Variante mit testen können. Hier den Streifen lassen wir komplett unversiegelt und hier drüben nutzen wir es auf der trockenen Oberfläche. Und da können wir auch schon direkt hier loslegen und dann können wir auch schauen, ob es auf einer nassen Oberfläche auch gut oder auch nicht so gut funktioniert. Wir schauen uns mal die verschiedenen Sprühbilder an. Erstmal auf Stream. Typischer Strahl. Off ist natürlich gesperrt. Und hier haben wir jetzt den Spray. Und das geht eigentlich in Ordnung. Deswegen sprühen wir jetzt hier rauf. Vier Sprüher. Sollte völlig ausreichen. Wir wollen ja hier keine Maßen an Produkt nutzen, weil nur umso mehr müsst ihr einfach auspolieren. Und jetzt schauen wir uns mal die Verarbeitung an. Also ich denke mal, ihr könnt deutlich erkennen, wir haben hier am Anfang mit leichten Striemen zu kämpfen. Das liegt aber einfach daran, dass das Produkt erstmal schön verteilt werden muss. Aber insgesamt, ja, so einen leichten Film findet man schon vor. Und jetzt mit einer frischen Tuchseite, doch, das geht in Ordnung. Lässt sich dann deutlich besser auch nochmal auspolieren. Und ja, schön am Rand lang. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Ja, also Verarbeitung hier auf trockener Lackoberfläche völlig ausreichend, zufriedenstellend. Und dasselbe machen wir jetzt auch nochmal auf der nassen Oberfläche hier drüben. Dann haben wir jetzt ja so einen leichten Wasseranteil mit dabei. Das heißt, das Produkt wird auch noch ein bisschen verdünnt. Und klar, jetzt muss man natürlich etwas mehr auspolieren, weil das Wasser noch mit dazu kommt. Aber ich glaube, insgesamt ist es gar nicht so schlecht. Ne, das schafft das. Also ihr braucht auf jeden Fall auch ein gutes Tuch. Unten sind nochmal welche verlinkt. Ich nutze aktuell hier mal diese grauen oder orangenen 40x40 500 GSM randlosen Tücher für Auspolieren von Sprühwachsen, Hartwachsen und auch Politurresten. Und das funktioniert sehr, sehr schön. Jetzt haben wir es auf beiden Oberflächen verteilt und angewendet. Ziehen wir es mal ab. Hier muss man wieder ganz klar sagen, von der Farbauffrischung, Leute, wenn der Lack in einem halbwegs vernünftigen Zustand ist, holt so ein Produkt jetzt nicht noch mehr Farbtiefe raus. Also das ist jetzt hier schon wirklich das nahezu Maximum. Ich könnte zwar hier mal wieder mit Finish Politur rübergehen. Und nur wenn so ein Lack richtig stumpf ist, seltenst poliert wurde und richtig mattiert ist, dann kann so ein Quick Detailer so ein bisschen Farbglanz rausholen oder so ein bisschen Farbtiefe, aber hier bei so einem Lack habt ihr da einfach bei keinem Quick Detailer ein besseres Ergebnis. Maximal eine kurze Farbauffrischung bis zum nächsten Tag. Jetzt schauen wir uns mal das Abperrverhalten an. Soll er ja auch ein bisschen mitbringen. Erstmal den ganz feinen Wassernebel und ich denke mal, da sehen wir schon einen deutlichen Unterschied hier.
Und man muss ganz klar sagen, hier oben sehen wir auch noch ein paar leichte Produktreste. Also schaut genau hin beim Auspolieren. Hier drüben bei der Nassvariante hat es noch ein bisschen besser geklappt. Aber ich denke mal, wir können deutlich einen Unterschied sehen zwischen versiegelt und unversiegelt. Aber auch hier muss man klar sagen, von den Ablaufbahnen her haben wir noch viel, viel Menge an Wassertropfen drauf. Also zeigt auch nochmal, dass die hydrophobe Eigenschaft nicht so massiv ist wie zum Beispiel beim Brilliant Shine Detailer oder beim Synthetic Sprayvex oder beim Meguiar's Hybrid Ceramic Detailer, was es da alles für tolle Sachen gibt. Und ich finde, es sieht komplett gleich aus. Also auf der nassen Variante haben wir dieselben Ablaufbahnen, auch dieselbe Höhe, wo die loslaufen. Auch hier bei der trockenen Oberfläche sieht das gleich aus. Also eindeutig. Ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu sehen, aber es kann halt für mich nicht mit den Top-Favoriten mithalten. Selbst so ein Rot-Weiß-Sprühwachs hat für mich noch eine etwas bessere Leistung. Auch hier von der Tropfenform her könnte das alles noch ein bisschen hydrophober sein hier, muss man ganz klar sagen, die Oberfläche. Also da muss man ganz klar sagen, da geht mehr. Und man darf jetzt nicht so viel erwarten bei einem Preis von 11,50 Euro für 500 ml, aber wenn man es mal hochrechnet auf einen Liter, sind wir auch bei ungefähr 20 Euro pro Liter. Und da sind wir ja schon wieder auf jeden Fall im Synthetic Sprayvex Preisniveau und auch im BSD Preisniveau und so weiter. Und da sage ich ganz klar, und da muss man ganz knallhart sagen, es ist einfach nicht auf dem Level. Wir können ja mal ein bisschen Brilliant Shine Detailer hier rauf machen. Ich sprühe mal etwas ins Tuch rein. Und wir können ja mal den Unterschied uns anschauen. Einfach hier auf diesen dünnen Streifen mit Wasser jetzt. Also das ist komplett verdünnt auch nochmal. Dann gebe ich euch auch gleich nochmal ein bisschen Feedback hier zur Lackglätte. Das geht nämlich auch mit Wasser, also definitiv glatter als hier drüben noch unversiegelt. Ich glaube, hier an der Seite ist unversiegelt. Ja, das merkt man, also hier noch stumpf, etwas glatter und hier ist es genau gleich. Aber bei weitem nicht so stark wie bei anderen Quick Detailern, zum Beispiel der Gian Quick Detailer, dieser himmelblaue. Ja, und hier sieht man auch schnell, wie schnell und gut der Brilliant Shine arbeitet. Auch an den Ablaufbahnen wird es deutlich. Also wenn ihr jetzt so einen Brilliant Shine 1:1 verdünnt, habt ihr schon von meiner Meinung nach ein besseres Produkt euch zusammengebaut, als wenn ihr das jetzt hier pur nutzt. Und das muss man ganz klar sagen. Hier drüben haben wir es auch nochmal auf der Nassvariante. Hier der Brilliant Shine. Man sieht es auch hier an den Ablaufbahnen. Hier in dem Bereich ist nichts. Hier bleibt nichts zurück. Zack, rutscht runter. Und hier daneben haben wir direkt die Bahn. Also es lässt sich nicht einfacher und deutlicher zeigen. Auch hier bei so einem ganz leichten Wasserfilm. Die Perlen rauschen viel eher und auch viel schneller runter, als zum Beispiel jetzt hier drüben, wo wir wesentlich länger warten müssen. Und ganz deutlich wird es auch mit der größeren Wassermenge. Ja, deutlich zu sehen. In der Mitte BSD, zack, frei und rechts und links läuft es noch auf dem glatten, sauberen Lack nach unten. Okay, ich denke mal, das reicht als Demonstration hier für euch und wir sehen uns beim Fazit. So, und ich bin auch auf eure Meinung hier zum Armor All Speedwax Detail Spray gespannt. Es ist für mich einfach normaler Reinigungs-Detailer. Es ist kein Produkt, was jetzt hier so einen mega hydrophoben Film hinterlässt. Das haben wir jetzt auch deutlich gesehen. Also für mich hier direkt in die Kategorie wirklich Detail Spray. Und mehr ist es auch meiner Meinung nach nicht. Es ist keine Sprühversiegelung. Es ist kein hoher Sprühversiegelungsanteil dabei. Es ist wirklich ein reiner Canauba-wachshaltiger Detailer. Und in der Kategorie kann es sich auf jeden Fall einsortieren. Und vom Preis her, okay, 11, 12 Euro für 500 Milliliter ist auch nicht wenig Geld, wenn man es hochrechnet. Aber es gibt deutlich andere Detailer, die haben 13, 14, 15, 16 Euro für 500 ml. Und da ist auf jeden Fall dann deutlich weiter vorn, weil er bietet dieselbe Leistung. Er hat einen feinen Spray. Ihr könnt den Sprühkopf dann später auch nochmal für andere Produkte nutzen, weil er auch noch eine Stream-Funktion mit dabei hat. Und dafür ist es eigentlich ein zufriedenstellendes Gesamtpaket im Reinigungs-Detailer-Bereich.
im Detailer-Bereich mit Versiegelungsanteil, da kann er nicht mithalten. Aber schaut euch mal ein bisschen um, es gibt deutlich teurere Kandidaten, die auch nicht mehr leisten. Und das muss man ganz klar so sagen. Wenn ihr Fragen habt, dann unten in die Kommentare rein. Und ihr könnt ja mal eure Erfahrung auch nochmal zum Speedwax Detail Spray in die Kommentare reinschreiben. Wie seid ihr zufrieden damit? Ich bin auf eure Erfahrung gespannt. Hier mein Test zum Speedwax von Armor All und wir sehen uns beim nächsten Vergleich oder auch Einzeltest wieder. Bis dahin, Leute.